Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Unser heutiger Gast ist Peter Feser, Betreiber und Küchenchef des traditionsreichen Gasthauses Zum Adler in Leibertingen. Das von ihm und seiner Frau geführte Gasthaus ist schon seit 150 Jahren in Familienbesitz und das älteste Gebäude im Ort. Das Erfolgsrezept der Familie Feser basiert dabei nicht nur auf der Verwendung hochwertiger Produkte, sondern auch auf einer bestimmten Haltung und einer großen Portion Leidenschaft. Diese Kombination ist auch der Grund, weshalb der Adler schlussendlich in den Slowfood-Genussführer aufgenommen wurde, weil er aus etwas Gutem etwas Besonderes schafft. Nicht ohne Grund ist Peter Feser der Meinung, Kochen ist eine Kunst und keineswegs die unbedeutendste. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wertvoll Kochen. Mein Gast, Peter, grüß dich. Hallo, Ralf. Es freut mich, dass du bei mir in der Küche bist. Was hast du denn uns für ein tolles Rezept mitgebracht? Wir machen heute einmal ganz, ganz klassisch und peppern es noch ganz klein bisschen auf. Pepper, ja, wobei nicht vom Pep, sondern eher vom Bier. Okay. Wir machen eingemachtes Kalbfleisch, altes schwäbisches Traditionsrezept. Mhm. Was man schon fast wieder vergessen hat, was ich wirklich auch hintervorgekramt habe, wenn man auf der Suche ist nach schwäbischen Gerichten, wo die Leute auch immer wieder fragen. Also in den Schwabe-Kochbücher ist das natürlich schon mit da sehr präsent. Da ist es präsent, weil natürlich auch eins der Sonntagsessen ist. Mhm. Und um das Sonntagsessen noch ein klein bisschen zu veredeln und weil wir ja auch in einer ehemaligen, ganz, ganz alten Brauerei residieren, kochen wir mit Hirschhelles. Das ist zwar unsere Brauerei, aber schlussendlich doch deine Hausbrauerei im Biersud, Bier, genau, wo du natürlich auch hast. Genau. Eigentlich macht das Kalbfleisch in Hirschhellem. Das ist unser Rezept. Also ich kenne es immer mit Most, kenne ich es, oder mit Bodenseewein, klar. Ja. Aber mit Helm habe ich es jetzt auch noch nie gehabt. Da ich habe es mal probiert. Ich habe es mal probiert und war wirklich angetan davon. Ich habe gesagt, hey, das kann man machen, das funktioniert. Und der Brückenschlag, eben Gasthaus, Brauerei. Optimal. Passt. Super. Super Sache. Wieder ein bisschen was Besonderes gemacht. Bereiten wir das Kalbfleisch vor. Was ist denn das für ein Kalbfleisch? Genau. Ganz, ganz toll. Da habe ich was ganz Tolles ergattert, was ich leider auch nicht immer kriege. Wie vieles von dem, was ich bei mir im Restaurant anbiete, ist es nur ganz kurz regional verfügbar. In dem Fall war es aus dem Nachbarort. Okay. Hat mir ein Bauer ein Milchkalb angeboten. Also Tür an Tür. Genau, so tatsächlich Tür an Tür. Super. Gibt es vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Und aber du verarbeitest das ganze Tier? Ja, klar. Von Schwanz bis zur Schnauze? Ja, ja. Volle das ist auch das, wo der Bauer zu schätzen weiß. Er hat in der Vermarktung natürlich auch kein Problem. Er bringt mir das ganze Kalb. Ich freue mich drüber. Klar. Er freut sich drüber. Der Gast freut sich drüber. Okay. Das Kalb hat sich wahrscheinlich auch gefreut. Es durfte Leben lang nur Milch trinken. Soll ich dir schon mal das Gemüse vorbereiten? Also wunderbar. Ganz geschwind zum Stück. Okay. Wir haben hier aus der Schulter das Bugblatt. Bugblatt hat den Vorteil, es ist ein bisschen durchwachsen. Wir sehen hier ein bisschen Sehne. Und es hat sehr, sehr viel Bindegewebe drin, was wiederum nachher sehr, sehr saftiges Fleisch gibt. Klar. Also das bleibt, auch wenn man längere Standzeiten hat, wenn man was vorbereiten will, bleibt es richtig, richtig lang, saftig und lecker. Nee, das ist das genialste Teil für so eingemachtes Kalbfleisch oder dann auch für einen Braten. Auch für einen Braten, also auch ein wunderschönes Bratenstück. Aber Sie sehen, sauber zupariert. Ich selber natürlich, dadurch haben wir das ganze Stück verarbeitet und auch Hackfleisch verarbeitet in Maultasche. Ja, klar. Ist immer super, dann kann man es auch richtig schön zuschneiden. Der Rest findet auch Verwendung. Super. So, für das eingemachte Kalbfleisch setzen wir zunächst mal den Fond an. Für den Fond ein ganz klein bisschen Wasser, aber eigentlich auch nur, weil wir nicht 100% Bier verwenden wollen. Ja, okay. Sie dürfen aber natürlich auch gern komplett Bier nehmen. Da ist die Brauerei auch der Böse deswegen. Da haust du jetzt voll eine halbe rein? Da hau ich voll eine halbe rein. Wir brauchen jetzt eine wieder für die Soße. Okay, cool. Und schlussendlich, man kennt es auch selber noch ein wenig. Für das eingemachte Kalbfleisch, das Fleisch einfach in gefällige Würfel schneiden. So, da sehen wir jetzt sehr, sehr schön den Sehnenverlauf. Darf gern drin bleiben, wie gesagt. Ja klar, das wird ja nachher erweicht. Wie beim Gulasch auch, das sind die saftigen Anteile. Man muss nur gucken, dass es wirklich gar ist. Okay. Aber wie gesagt, dadurch, dass das nicht trocken wird, spielt es auch keine Rolle, wenn wir eine längere Garzeit haben. Es gewinnt eigentlich nur. Schneide jetzt wie ein Gulasch. Das Kalb ist der Gewinner. Das Kalb ist definitiv der Gewinner. Ja. Und der Gast ist eigentlich Ja, am Schluss der Gast, genau. Ja, klasse. Und da kannst du kleiner, größer,
wie es eigentlich gefällig ist, schneidest. Wie es gefällig ist, genau. Beziehungsweise man kann ganz gut, da wo die zarteren Teile liegen, schneide ich gerne ein bisschen grober. Mhm. Und wenn es ein wenig faseriger wird, kann ein wenig feiner. Okay. Okay. Vom Garpunkt her verschiebt sich dann auch ein bisschen. So. Das gibst du jetzt dann nachher einfach in deinen Sud mit Wasser und Bier. Ja, und Gewürze und natürlich dein Wurzelgemüse, was du mir gerade vorbereitet hast. Jetzt hast du mir da zwei verschiedene mitgebracht, das dunklere und das hellere. Na, dunkel und hell hat jetzt in dem Ball gar nichts zu sagen. Viele Leute straucheln immer und meinen, die Pastinake ist das größere wie die Petersilie-Wurzel. Und jetzt habe ich gerade mal zwei gleich große gebracht, da man wirklich sehen kann, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied. Mhm. Weil in der Form ist es jetzt schwer erkennbar. Richtig. Die Farbe kann durchaus auch gleich sein, wobei die Pastinake gerne ein wenig zum Gelbe tendiert. Aber wenn man jetzt im Detail guckt, dann sieht man, die Petersilienwurzel hat den Blattansatz nach oben und die Pastinake, die geht nach innen, da kommt das Blatt quasi aus der Wurzel raus. Aus der Wurzel raus. Und das ist der eigentliche Unterschied. Also da kann man blind, egal, aber wenn man nur eine vor sich hat, weiß man, okay, das ist jetzt die Pastinake und das ist die Petersilienwurzel. Super, dann wissen wir das auch, da haben wir schon wieder was gelernt. Genau, das ist so das kleine Fachwissen am Rande, oder? Ja, klar. Und Wurzelgemüse ist eh dein Ding. Absolut. Genau. Basisgemüse, Wurzelgemüse, selber so groß geworden. Wir haben immer selber anpflanzt, also auch daheim schon. Mhm. Immer nur mit dem eigenen Gemüse. Meine Mutter hat mir lange einen Acker anpflanzt, wo ich in der Gastronomie noch verwendet habe. Ja. Und das war echt immer ganz, ganz tolle Sache. Prima. So. Für unseren Fond brauchen wir ein paar Pfefferkörner und ein bisschen Nelke. Aha. Du darfst mir noch eine Knoblauchzehe kurz schälen und drücken. Das Gewürz kann man anmausern, kommt ein bisschen besser zur Geltung, wobei hier natürlich in den kleinen Mengen von mir auch eine riesige Umstellung gegen den Röhmgast. Ja, klar. Bisschen hier kochen wir von 4 Personen. Rein. Genau, da muss man sich wirklich immer umstellen. Wenn das Bier anfängt zu kochen, aufpassen. Durch die Kohlensäure, die drin ist, schäumt es natürlich gern auf, dass das Ganze nicht zu mächtig wird, nicht zu viel. Ja, super. Eine gute Prise Salz mit rein, okay, dass der Fond einfach abgeschmeckt ist. So, dann ein Lorbeerblatt. Darf gerne auch ein frischer sein, wenn man einen im Garten hat. Die haben einen schönen Hochstamm und der macht natürlich sehr, sehr viel Freude. Da kann man Lorbeer und so viel man will. Da bringt die anderen stellen es an Hochzeiten auf im Garten. Und genau, und bei mir landet es im Topf. Wobei sie sehr ergiebig sind. Ein Spritzer Zitronensaft, machen wir quasi ein kleines Radler draus. Genau, naturtrübes Radler. Genau, nee, bringt ein bisschen Frische rein. Man hat ja das Hopfige, ist zwar auch schön frisch und die bittere Note. Aber jetzt darf man ganz gleich. Dann geben wir das Fleisch rein. Gemüse dazu. Das Gemüse dazu gleich, genau, das darfst du. Schmeiß rein, gerade eben, wenn es am Aufstocken ist. Man sieht jetzt vom Bier, wie das schön hochzieht. Genau. Der Knoblauch auch mit rein. Den auch noch rein und dann. Und schau unser Fleisch dazu. Prima. So. Dann das Ganze einmal aufkochen lassen. Jawohl. Und um Himmels Willen den nur noch ziehen. So, liebe Zuschauer, unser Kalbfleisch zieht vor sich hin. Optimal. Dem gefällt's, gell? Dem gefällt's. Im Bier. Wir baden mit dem Bier, gell? Genau. Vielleicht ist das auch so ein Kindheitstraum, wenn man sich erfüllt hat, oder? Wahrscheinlich. Parallel dazu haben wir hier unsere Kartoffeln gekocht. Wir wollen ein paar Kartoffeltaler dazu machen. Okay. Und dementsprechend einfach mehlig kochen die Kartoffel, in wenig Wasser kochen. Die leere ich jetzt ab und packe sie in den Backofen bei 120 Grad. Da kann sie noch wunderbar noch ein bisschen ausdampfen. Und dann können wir in der Zeit Speck und Zwiebeln anschwitzen. Dann schneide ich schon mal die Petersilie, oder? Genau, was klassischerweise in die Macchia-Kartoffel reinkommt. So, du könntest vielleicht noch die Zwiebel kurz schneiden, bitte, Ralf. Das mache ich auch gerne. Klasse. Weil damit tut es jetzt Not. So, die Speck und Zwiebel wird einfach kurz in Butter angeschwitzt. Du Peter, was mich interessiert, dein Kochstil, wie können wir uns den vorstellen? So also, wie das der Hane siehst. Wie der Hane. Frisch und aus der Region, oder? Gar kein Convenience, Da halte ich gar nichts davon, also gar keine Fertigprodukte. Immer die Rohstoffe verwenden, keine Hilfsmittel, keine Hilfsstoffe. So natürlich wie möglich, keine künstlichen Fette, alles it. Einfach, wie man es kennt, oder? Ein gutes Öl, eine schöne Butter, eine schöne Sahne, Stier. Ethisch, so gut es geht, korrekt. Okay. Klar, man kann natürlich über Ethik weit diskutieren. Ja, aber Tierwohl ist natürlich auch ein riesen Thema, oder? Absolut, ja, absolut. Also ich empfehle meinen Vegetarier, wenn sie Fleisch essen wollen, immer gerne Reh. In der Sache ist unser heimisches Wild. Und das in Leibertingen vielleicht ganz speziell. Wir sind ja weit weg von jeder Autobahn und haben kaum Verkehr. Feiner kriegst du es nicht, wie so Rehwild. Das ist einfach richtig schön. Da haben wir richtig Spaß. Du schwitzt das jetzt an, die Zwiebeln und Speck? Genau. Die wird jetzt in Butter angeschwitzt, jawohl, sobald er anfängt. Und dann Petersilie dazu?
Und dann kommt die Petersilie nachher erst in die Masse. Da kommt jetzt ein bisschen Stärke mit dazu, ein bisschen Maisstärke und eine Kartoffelstärke. Und der Ei? Meistens haben die Kartoffeln ein bisschen wenig Eigenstärke. Das muss man doch ein bisschen unterstützen. Ja, klar. Ein Eigelb drunter und dann kann man damit direkt loslegen. Ja, cool. So, fängt bis unsere, jawohl, fängt an zu schwitzen. So, unsere Kartoffeln können wir, ich weiß nicht, guck mal rein, ich schau was mal der Ofen macht, genau. Wenn sie trocken sind, einfach raus gleich. Sieht gut aus. So, schau. Wunderbar. So, dann können wir die, wunderbar, mir ist nie zu heiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir köcheln, wenn die Temperatur gewohnt. Wer heiß fassen, kann heiß lieben. Genau. Press die Kartoffeln einfach durch. Okay, dann helfe ich dir schnell. Genau. Ist auch eine wunderschöne Beilage, die Sie vorbereiten können sogar. Idealerweise vorbereitet. Sie lassen sich besser schneiden nachher, die Taler, wenn man sie einfach abkühlen lässt. Wenn sie ausgekühlt sind, klar. Genau, genau. Super. Und natürlich mit der Krokettmasse. Also ich weiß nicht, meine Lehrlinge brennen sie immer auf die Haut, dass sie das aus dem FF beherrscht, weil man ja viele, viele Kartoffelbeilagen basierend auf der Krokettmasse hat. Ja, so, jetzt auch hier die Macchia-Kartoffeln. Das kann man jetzt aber auch mit einer Spätzlepresse durchpressen oder mit einer Kartoffelpresse, das spielt nicht die Rolle, oder? Genau. Es reicht halt nicht, wenn man stampft. Wenn man stampft, hat man einfach zu viel grob drin, das wird noch nicht schön, nicht fein. So, da haben wir hier unsere Speck und Zwiebel jetzt angeschwitzt. Keine Farbe nehmen lassen, einfach schön schwitzen. Keine Farbe. Und dann geben wir die Petersilie dazu, oder? Genau. Dann ein bisschen weißer Pfeffer. Okay. Darf gern mit rein. Obligatorisch Muskat. Die Muskat natürlich bei der Kartoffelbeilage immer. Das muss sein. Ein Strich Muskat macht es einfach aus. Genau. Ein Strich genau. Muskat. Cool. Weiß ich so, kenne ich es vom Schwäbischen her. Man sagt immer einen Strich. Einmal irgendwie Reibe. Dann die Stärke. Mhm. Einmal ein bisschen Kartoffelmehl. Da machst du Mais und Kartoffel extra. Ja, ich müsst durch. Die Kartoffelstärke, die bindet zwar, aber sie wird nicht fest, wenn sie kalt wird. Ja. Was die Maisstärke wiederum tut. Und jetzt ganz wichtig, brauchen wir noch zwei Eigelb. Okay. Auf die kleine Menge jetzt. Mhm. Die Rezepte haben Sie natürlich hinterlegt. Ich wollte gerade sagen, das die Rezepte können Sie natürlich dann downloaden. Das ist überhaupt kein Thema. Da verpasst es Ihnen jetzt also nichts. Genau. Da verpasst Sie nichts. Super. Und natürlich auch eine kleine Menge hier. Ist von mir auch wirklich ungewohnt. Ich tue das wie man sonst hat. So, das Ganze flott durcharbeiten, auch die Temperatur mitnehmen. Mhm. Das fängt jetzt schon gleich ein bisschen an zu binden, die Eigelbe sauber unterarbeiten. Da kriegst du eine wunderbare Bindung her. Ja, genau. Dann rollen wir es noch und dann sind wir da eigentlich schon. Ja, dann sind wir schon wieder im nächsten Schritt, genau. So, das sehen wir, jetzt ist uns noch ein klein bisschen weich. Mhm. Das ist schön, dann kann man das auch gleich mal. Die hätte vielleicht noch ein bisschen länger ausdampfen dürfen. Aber die Zeit hat sich hergegeben, genau. So, dann können wir ein bisschen was von der Stärke dazu packen. Lieber, da kannst du dann nochmal dosieren. Lieber nachgeben, ist, genau. Und schon wie mit dem Salz, wenn es viel drin hast. Ich wollte gerade sagen, da kann man nämlich auch noch geschwind. Jawohl. Und? Gut? Ne. Da darf man auch noch ein bisschen. So, Salz war schon ein Kochwasser. Mhm. Und dann wäre vorsichtig nachher beim zweiten Salzen, da man heute zu viel kriegt. Cool. So. Jetzt das Ganze jetzt auf unserer Arbeitsfläche, da brauchen wir jetzt auch noch ein ganz klein bisschen Stärke. Bleibt viel, das reicht schon, was man hier so. Da ist es nicht festgeklebt auf dem Brettel, oder? Genau. Das ist ja cool. Genau. So, zack, dann nehme ich das zunehmen. Genau. Und ich kann direkt die warme Masse rollen und in Form bringen. Du bist ja ein Zauberlehrling, hey. So, und genial. Assistenz, Assistenz. Ruppa, da haben wir unsere Kartoffeltaler. Wunderbar. Rollen nochmal ein bisschen nach auf dem Blech. So. Dann hat man mal schön gleichmäßig alles gerollt. Kann man auch schön in Scheiben schneiden. Das sehen Sie nachher, zeigen wir Ihnen gern. Genau. Und landen einfach ein bisschen auskühlen. Der darf hier hinten ein bisschen warten, bis wir soweit sind. Da sind wir wieder. So, also in der Zwischenzeit ist unser Kalbfleisch schön weich geworden. Wir haben es jetzt wirklich nur ziehen lassen. Das ist so, natürlich, jetzt haben wir ein kräftigeres Stück genommen, oder? Da kann auch gerne mal eine Stunde vergehen. Genau. Geben Sie ihm einfach die Zeit, probieren Sie es aus. Einfach zwischendurch. Das ist das Schöne auch beim, bei so einem Kalbfleisch, bei dem Gericht. Man kann auch ein bisschen Zeit drüber gehen lassen. Jetzt kommt ein schöner Arbeitsgang, den meine Lehrlinge lieben. Man könnte jetzt das Gemüse drin lassen oder man könnte ein sauberes Ragout machen, wie mir Köche sagen. Und zwar stechen wir es ab. Das heißt, also aussortieren, genau. Trennen vom Gemüse jetzt. Ja, vor allem auch von der Gewürzkörner. Mhm. Wir wollen nur das, was wir drin haben. Und jetzt sieht man auch schön die durchwachsenen Stücke, cool. Was wir hier so haben. Mhm.
Und das nennt man Ausstechen. Das macht man aber, oder Abstecher beim Ragout. Ja, der Lehrling kriegt immer schon ein wenig Angst, wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir es noch abstechen. Mhm. Aber nee, ist eben gerade. Man hat ja nur die Teile, die man will. Und auch die kleinen zerkochten, die auseinandergefallenen. Mhm. All das, was man mit einem schönen Ragout drin haben will, kriegt man bei der Gelegenheit raus sortiert. Mhm. So, das ist das Abstechen. Dann richte ich jetzt mal als Beilage, wir machen das Gemüse raus aus dem Ragout. Genau. Dann mache ich jetzt das Wurzelgemüse. Ein schönes glasiertes Wurzelgemüse. Ja. Weil das Gemüse, was wir hier drin haben, wäre durchaus noch genießbar, aber es ist natürlich zerkocht durch die lange Garzeit und hat dann immer das Aroma, dass man da sagt, oh ja, das ist jetzt noch ein richtig tolles, knackiges, frisches Gemüse. Ja, das ist dann und wirklich das ist ja schon der Anspruch, ja, den man hat. Bei Ihnen daheim, Sie dürfen natürlich für sich selber entscheiden und sagen, ja, boah, das ist jetzt genau so, wie ich es haben will oder... Okay. Oder nee, ich hätte auch lieber gern ein knackiges Gemüse, oder? Zum oder das eine knackige. Tun, das andere lassen, das ist ja auch noch möglich. Man könnte auch beides nehmen, genau. Genau. Super, klasse, das sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt haben wir das hier abgestochen, Fleisch ist komplett raus. Jawohl. Jetzt geht man her, gießt den Fond einfach über ein Sieb ab. Haben wir ja schon ein Sieb. So, weil hieraus soll unsere Soße entstehen. Da sieht man es auch, die Gewürzkörner sind draußen. Klasse, ist sauber. Gerade rüber. Tipptopp. So, wie sich's gehört, oder? Sehr dann schön. Haben wir hier unsere Mehlschwitze, einfach Mehl, Butter, ein paar Zwiebelwürfele. Und jetzt haben wir unseren Fond. Ist da wichtig, dass man das Verhältnis? 1:1 ist klassisch, oder bei einer Mehlschwitze? Genau. Also hier nehmen wir 40 Gramm auf den Liter. Genau, das ist eine schöne Bindung. Mit 40 Gramm kommt man gut hin. Oder? Wir haben jetzt hier keine Waage benutzt, wir gehen einfach, wie wir es im Geschäft eigentlich auch machen, oder? Nach dem Bauchgefühl. Genau, nach dem Bauchgefühl rein. Die Mehlschwitze ist kalt, das heißt, ich kann meinen heißen Fond dazugeben. Dann besteht natürlich auch die Gefahr nicht, dass wir Klumpen kriegen. Genau. Das, was ich jetzt hier drin habe, sind die Zwiebelwürfel, wo man jetzt sagt, oh, da ist aber doch was. Nee, es sind keine Klumpen, das sind die Zwiebelwürfel, die ich schon ein bisschen mit angeschwitzt habe. Dass man einfach nochmal Aroma reinkriegt. Genau. Stark. Schalte das Ganze ein, gebe Maisane dazu, lass es einmal aufkochen und erst jetzt gucke ich dann nachher, wie die Konsistenz ist, wenn es dann aufgekocht hat. Lass es also jetzt einfach mal in Ruhe. Klasse. So, und wenn wir gleich zum Anrichten wollen? Ja, wir haben schon ein bisschen Zeit. Mich würde schon noch interessieren, ob ja, muss auch du tust ja mit geben. Deiner Frau Claudia, eurem Betriebsführer, was hatten Sie dann zur Aufgabe? Genau, meine Claudia ist auch eine gelernte Köchin. Ah, wir waren auch zusammen auf Saison, waren also europaweit unterwegs. Und mittlerweile ist es natürlich so, wir haben eine Familie, wir sind 5 Köpfe mittlerweile in der Familie. Okay. Wobei sie hat ihren Kaffee. Wir haben also im Restaurant auch unsere Kaffee-Augenblicke. Das ist zum einen Kaffeekuchen und zum anderen auch so ein kleines Shop-System integriert, ja, cool. Wo man ein paar nette Kleinigkeiten kaufen kann. Differenziert sich einfach vom Restaurantbetrieb selber. Okay. Kann das ich ist so ihr Hauptpart, wobei sie natürlich auch 100% im Chef steht. Ja. Klar, gerne ein bisschen Butter rein in den Topf ja. Und dann die Schalotte anschwitzen und dann kann es losgehen. So, unsere Soße hat einmal aufgekocht. Genau. Ich nehme jetzt auch wieder ein bisschen Olivenöl, weil die Pfanne relativ heiß ist. Gerne. Und ich schneide die Taler in Scheiben. Die lassen sich halt viel besser schneiden, wenn sie abkühlt sind. Ah ja, klar. Das spritzt wie? Ja. Jetzt sieht es gut aus. Aber das ist ja gern bei uns Köchen, wenn man es gerne ein wenig schneller hat. Lieber ein wenig schneller, wie ein wenig langsam. Richtig. Wobei da natürlich eine Induktion sehr auch gute Dienste tut, wenn man schön regeln kann. Das ist aber. So. Die Soße darf jetzt aus. Ein ganz klein bisschen dünner sein, wie wir sie eigentlich haben wollen. Weil ich möchte Ihnen nachher noch was zeigen, und zwar legieren. Das ist auch ein spannendes Thema, das kennt auch keiner mehr. Ein legiertes Kalbfleisch, wenn hat man das letzte Mal gehabt. Ja, ja. Und dementsprechend ein ganz klein bisschen dünner, weil das Legieren, das ist das Binden mit Eigelb und Sahne, das kommt dann ganz, ganz am Schluss. Und wenn man das da natürlich dann... schon mal ein Eigelb drin, oder? Genau. Eigelb und Sahne zu gleichen Teilen und schön verrühren. So, ich schwenke derzeit mal dein Gemüse. Danke, ich trenne dein Ei. Teamwork. Ja, so gehört es, so gehört es. Teamwork. Das ist ja das, was bei uns auch im Restaurant immer stattfindet, dass man ineinander, miteinander... Ich sage immer, das muss wie ein Zahnrädle sein, oder? Dass es dann funktioniert am Schluss. Absolut. Das Ergebnis auf dem Teller perfekt hinkommt. So, hier das legiert. Jawohl. Das ist jetzt eine Liaison. Liaison, eine Verbindung. Liaison, genau. Also wir haben heute auch eine Liaison. Sozusagen, vom Kalb und vom Herd, genau. Vom Bier. So, und da darf auch ein bisschen Salz dazu. Eine schöne Prise Zucker dazu beim glasierten Gemüse, ganz klassisch. So ein bisschen Knoblauch hast du schon drin, gell? Jawohl. Wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl. Darfst vielleicht noch irgendwas von der Lauchzwiebel reinschneiden? Sehr gerne. Ein bisschen was Grünes fürs Auge. Wiederum auch ein kleiner Strich Muskat.
Wenn wir unsere Muskatrebe. Jawohl, super, danke schön. Dankeschön. So, für den Geschmack. So, und jetzt dürfen Sie natürlich selber, wenn Sie es gern bissig haben. Bissig. Sprich bissfest. Dann dürfen Sie es schon so lassen und ansonsten einfach ein bisschen weiter glasieren lassen. So, so jetzt wird geben wir noch ein bisschen. Zwiebeln rein. Und jetzt haben wir hier unsere Soße, minimal zu dünn. Geben unser Kalbfleisch dazu. So. Genial. Das ist ein herrliches, wie gesagt, auch so ein Basisgericht, wo man wunderbar genießen kann. Da könntest du mit Püfferlingen arbeiten oder was gerade nur Saison hat oder Champignon. Im Prinzip ist das auch ein dankbares, sehr dankbares Gericht. Ja. Dann haben wir hier unsere Macchia. Genau, schauen wir mal, was die Macchia-Kartoffel machen. Also Macchia ist der Fachausdruck für Kartoffelküchle. Kartoffeltaler, ja. Taler, also bei mir steht es ja als Kartoffeltaler auf der Speisekarte. Okay. Weil mit Macchia-Kartoffel, da können die Leute auch nichts anfangen. Das ist so, was ich finde auch, das muss gar nicht sein, dass man so... Ja, so künstliche Übernahme, wobei das ist eigentlich eine klassische Übernahme. Ja, wie wir es eigentlich gelernt haben, gell? Da trifft es sich natürlich. Also für mich ist schon so das klassische Kochen eben aus Abschmecken, kann man es fachlich einfach korrekt durchziehen. Ja. Das entspricht auch der Stil so. Das in deinem Haus, oder? Ja, ja, das Fachliche, da lege ich echt viel Wert drauf. Auch bei meinen Auszubildenden, dass sie so mitkriegen, dass sie sagen, nee, das gehört euch rein, auch interpretieren, wenn ihr klassisches Gericht kocht, soll es klassisch bleiben. Klar. Wobei eben vieles auch übrigens sich, wenn du keine Convenience im Haus hast, bleibt es meistens klassisch. Da bleibt es klassisch, genau. Und bist du zufrieden? Da kommen wir eine kleine Spritzer Zitronensaft rein. Und dann können wir, glaube ich, schon bald mal ans Anrichten denken. So, ein ganz klein bisschen Pfeffer. Da ist der weiße Pfeffer, dass es schön hell bleibt. Okay. So, jetzt guck mal, wunderschön, wie das hier drin in dem Hirschbier liegt. In dem Hirschbier. Apropos Hirschbier, ich glaube, ich schenke uns jetzt mal was ein. Ich kann die jetzt kurz neu lassen. Wir richten gleich an. Wie ist das? Nach dem Kochen darf man auch mal Bier trinken. Ja, gell? Eh klar. So, die Taler mal ein bisschen Farbe nehmen lassen. Und jetzt seht ihr, es kocht. Und wenn es so am Kochen ist und alles okay ist, wenn es fertig abgeschmeckt ist, dann ziehe ich es weg. Und jetzt in die heiße Flüssigkeit. Flott. Mein Eigelb und meine Sahne. Und jetzt darfst du immer kochen, sonst flockt es. Und jetzt darfst du auf keinen Fall kochen, sonst flockt es mir aus. Genau. Wenn Sie jetzt guckt, jetzt ist doch eine ganze Ecke dicker geworden und ist wunderbar cremig. Jetzt habe ich keine Stärkebindung, sondern jetzt habe ich wie bei Ihrer Vanillesoße auch oder bei einem sauber aufgeschlagenen Schokomousse, habe jetzt eine wunderschöne Eibindung zusätzlich gekriegt. Die Temperatur reicht vollkommen aus. Sie brauchen jetzt also keine Angst haben, dass jetzt rohes Ei drin ist. Nee. Wir sind jetzt locker noch auf der 85, eher 90 Grad. Und somit im komplett sicheren Bereich. Mhm. Also da passiert auf jeden Fall nichts, nur der Geschmack wendet. Unbedingt. Wollen wir haben. Genau. Und jetzt, Hanna, die Bräunung ist auch schon hier. Wunderbar, herrliche Kartoffeltaler. Wa? Du hast den Laden im Griff. Ja. Oder du mich. Peter, wir richten an. Genau. Super, da freue ich mich jetzt drauf. Ja, da haben wir auch wirklich was Schönes entstehen lassen. Doch. Sehr, sehr klassisch. So. Sehr, sehr. Nehmen wir von der Gast die Kartoffeltaler. Sehr schön. So, dreht es schön hin. Vom Auskühler und sie haben wir gerne mal eine flache Seite. Mhm. Das ist halt schon immer die Anrichteweise schon auch ein bisschen Kunst, meine ich. Ja, definitiv. Das Auge ist mit. Wobei, wenn natürlich denn die Kunst, die Qualität vom Produkt übersteigern will, das ist noch eher. Ja. Also, da bin ich doch eher noch im Basishandwerk daheim. Ja. Wie ich sage, das. Die Sterneküche. Ja. Ja, wobei Sterneküche. Der erste Stern ist ja der, wo man sagt, okay, ausschließlich frische Ware. Mhm. Und da fühle ich mich schon wohl. Also da ist noch nichts gegen Sterneküche. Das geht eher so in die Mikroküche, wo man sagt, okay, es soll alles nur noch klein kaum wahrnehmbare Mengen. Übersichtlich angerichtet. Genau. Nee, ist sehr schön. So, jetzt haben wir hier ja herrlich. Mhm. Das liegt ja so sauber drin. Wa? Wunderschönes Ragout. Das macht richtig Spaß. Das macht Laune und vor allem... schmeckt. Das ist so, also mit dem das A und O? Ja, mit dem Bier wirklich mal eine ganz tolle Geschichte. Mhm. So, tschüpp. Sehr schön. Nur was Grünes hin, oder? Genau, aber da ist aus dem frischen Kräutergarten bietet sich natürlich immer an, da haben wir so ein kleiner Oregano oder toll. Das ist auch ganz nett, wir haben unseren Kräutergarten vor dem Haus. Okay. Und wenn man dann den Lehrling rausschickt und sagt, okay, hol mal ein bisschen was Grünes, dann freut sich auch immer die Gäste, weil sie sehen, oh ja, da kommt jetzt noch der Koch rausgesprungen und frischer geht es definitiv wieder. So, fertig, unser eingemachtes Kalbfleisch mit einem schönen Wurzelgemüse und ein paar Kartoffeltaler. Schauen Sie, liebe Zuschauer, wie wunderbar Peter Feser das für uns gekocht hat.
Lieber Peter, jetzt trinken wir. Jetzt haben wir so viel über das Bier geschwätzt. Jetzt haben wir Durst, genau. Ich glaube, das haben wir uns jetzt verdient. Wir zwei Kälber. Genau, wir zwei Kälber. Vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Herzlich willkommen. Der wertvoll kochen. Ich denke, wir sehen uns wieder. Wir kochen mal mittelalterlich, haben wir vorher schon besprochen. Genau, Sie, ab liebe in die Epoche. Ab in die Epoche, genau. Genau. Sie, liebe Zuschauer, bleiben Sie mir regional und verbunden. Das nächste Mal bei Wertvoll Kochen ist mein Kollege Robert Heinzelmann am Herd. Der freut sich sehr auf Sie. Bis dahin, alles Gute. Zum Wohl. Zum Wohl. Zuschauer, nächste Woche bei Wertvoll Kochen. Der Manuel Ulrich aus dem Öschparkhof macht eine wunderschöne Schwarzwaldforelle und verwandelt die in dieses wunderschöne.